Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, wir sind hier immer noch dabei, das eine hier hinten irgendwie hinzukriegen mit den Dingern hier. Aber ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt genau richtig machen muss. Ja, das war eigentlich so falsch. Das muss schon so sein, glaube ich. So. Gehen wir mal wieder runter. So. Nee, hier keine gute Idee. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen von diesen Dingern hier. Aber irgendwie müssen wir doch rausfinden, wie das funktioniert mit denen. Kriegen da hinten welche jetzt so frei. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir hier was falsch machen. Dass die hier links auf jeden Fall so verbunden gehören. Und rechts auch eigentlich. Da hinten werden die auch wieder. Die fahren auch wieder hoch. Dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir ja noch einen. Für welchen war der jetzt nochmal? Der war ja... Genau, der war ja für da hinten. Machen wir den wieder zurück. Okay, die fahren auch wieder hoch. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Steck die Wörter ein, Cyrus. Gehen wir nochmal dahin. Hier haben wir ja auch nochmal zwei. Ja, so geht's auf. Okay, der verbindet die beiden jetzt. So, noch einmal. Ich habe gerade echt keinen Schimmer, wie ich die sonst drehen soll. Da hinten haben wir da noch einen. Eventuell. Hier haben wir noch einen. Genau, Cyrus. Genau das sollst du bitte tun. Ich glaube, das war schon so eigentlich richtig mit dem. Dann haben wir da hinten noch einen. Aber ich verstehe jetzt nicht, was ich genau machen muss, damit ich da überhaupt hochkomme. Oder alle vielleicht so gemacht werden müssen. Genau, wir haben auf der Seite drei, auf dieser Seite haben wir drei von den Dingern. Nee. Drehen wir nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen... Wir können nicht alle. Ich glaube, wir können echt nicht alle davon schaffen. Dass alle aktiviert sind. Aber dann ist die Frage, wie kommen wir überhaupt da hoch? Gibt es hier irgendwie einen Weg nach oben? Wir müssen ja irgendwie hier hoch. Da haben wir ja auch einen Plan. Aber ich verstehe den jetzt nicht ganz. Nicht dahin rennen, hier hin. Ja, ich glaube, wenn wir eine Seite machen, das wird schon reichen, um nach oben zu kommen. Und dann glaube ich, müssen wir von der Seite hochklettern und dann zusehen, dass wir da nach oben kommen.
Genau, von hier. Einmal runter. Machen wir hier auch nochmal ein Safe Game, weil ich schon ein bisschen Angst habe, dass wir vielleicht drauf gehen würden. So, und dann klettern wir mal das Ding da hoch. So. Ja. Ah, okay. Okay, hier kommen wir aber nicht hoch. Nein. Nicht in die Lava. Kann ich hier irgendwie hoch? Auch nicht. Nein, nicht in die Lava, Cyrus. So, gucken wir hier nochmal. Ah, hier kommen wir hoch. So, komm. Ja. Ah, okay, auf diese Weise kommen wir hier hoch. Jetzt ist die Frage, überleben wir das? Nur... Nein! Ja, okay. Darf man auch nicht allzu schnell machen, was wir hier machen. Muss man schon vorsichtig sein. Oh, ich darf schon hier wieder drauf. Die Steuerung des Cyrus ist aber auch echt gewöhnungsbedürftig. So. Ah, ich muss schon näher dran. Okay. Und nochmal hoch. So. Und. Ja. Können wir hier langsam so rum? Okay, das funktioniert. Das hat noch geklappt. Und jetzt. Jo, jetzt sind wir wenigstens hier oben. Was ist denn das da? Ach, hier ist nochmal so ein Wheel, so ein Rad. So. Ah, okay. Und da hinten ist wahrscheinlich auch noch mal einer. Für den hier, genau. So. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir die wieder umdrehen. Gibt es hier oben eigentlich noch irgendwas zum Einsammeln? Da wahrscheinlich eher nicht. Da hinten aber. Gehe ich mal von aus. Da geht es ja noch ein bisschen weiter. Ne, doch nicht. Würde mir was passieren, wenn ich hier jetzt runterklettern würde? Versuchen wir mal hier. Vielleicht ein bisschen weiter hier. Okay. Hier kommen wir klar. Vor allem, die haben ja auch hierhin eine Verbindung. Und dann gehe ich mal von aus, dass die jetzt hierhin verbunden werden müssen. Jetzt geht's in dem Raum weiter. Also das andere muss dann auch noch so verbunden werden. Okay.
okay, haben wir jetzt herausgefunden, was wir machen müssen. Genau, das muss dann auch hier hin. Und da hinten fehlt noch einer. Ah, jetzt ergibt auch der Plan da hinten Sinn. Irgendwie. Jetzt stecke ich hier fest. So. Genau, und der geht dann jetzt hier hin. Jetzt so wieder mache. Was passiert dann? Geht's da unten wieder los? Kommt wieder die Sequenz? Ne, ich glaube, das muss schon so sein. Wie gerade. Das heißt dann, dass wir jetzt wahrscheinlich auch wieder zurück müssen. Gehen wir dann auch mal wieder zurück und schauen das mal an. Boah, ich mag die Musik irgendwie. Auch wenn die eine Dauerschleife ist. So, dann ist das wahrscheinlich hier. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wahrscheinlich zurück. Ja, wunderschöner Ladebildschirm. So, wo war denn das? Wo wir hin müssen? War der noch hier? Ne, hier war Dings. Hier war der Skarabäus. Genau, hier war der Skarabäus. Müssen wir wahrscheinlich die Schnur hier runter. Ja, genau, dran. Erstmal dran vorbeispringen. So. Und nein, nach unten. Gucken wir mal. War doch hier. Alles klar. Jo. Alter, geht schon los mit denen. Wieso treffe ich den jetzt nicht? Jo, alles klar. Alter, was? Und jetzt schon wieder defekt das Spiel, natürlich. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, jetzt sind wir wieder hier und ich will dieses Mal hier mal durchrennen. An dem da vorbei, genauso wie an den anderen da vorne. Weil jetzt ist es aktuell so, jedes Mal, wenn ich drauf gehe, jetzt schmiert mir das Spiel ab. Okay, jetzt irgendwie nicht mehr. Aber vorhin war das so, auf jeden Fall. Oder gibt es hier irgendwie noch einen anderen Weg? Ja, jetzt erstmal an dem wegkommen. Von dem müssen wir jetzt erstmal weg. So. Jetzt muss der sich erstmal einen anderen Weg suchen. Einen längeren Weg, um zu uns zu kommen. Der wird jetzt auch uns attackieren. Aber wo war noch mal? Ach, hier, genau. Nein. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, an denen vorbeizukommen. Muss ich jetzt irgendwie anders machen, anders lösen. Nicht auf diese Art. Jetzt gehen wir öfters mal drauf. Gegen die kämpfen funktioniert gerade irgendwie nicht so wirklich.
nein, komm, komm, aua. Hallo, hör auf. Funktioniert nicht. Ja, komm, dann kämpfen wir mal gegen die. Komm, komm her. Komm, geh kaputt. Das muss doch jetzt funktionieren, oder nicht? Okay, paar Heiltränke habe ich noch. Wieso geht er jetzt nicht kaputt? Und warum hatte ich nicht die Möglichkeit gehabt... Okay, der ist jetzt kaputt. Wie viele Heiltränke habe ich noch? 7. Aber die Dinger kann ich jetzt nicht looten. So, da ist der nächste. Machen wir den auch mal. So. Ja, komm. Was ist mit dem? Der soll nicht in mir rein, ja? Aber vorhin war das so, dass wir jedes Mal draufgegangen sind, wenn wir, beziehungsweise das Spiel abgeschmiert ist, wenn wir draufgegangen sind. Wieso treffe ich den nicht? Wieso kann ich den jetzt nicht kaputt machen? Gefällt mir gerade gar nicht. Komm, mach den doch kaputt. Cyrus, was ist dein Problem jetzt gerade? Alter, und ich muss jetzt alles wegschmeißen an Heiltränken, die wir hatten. Ich mache hier jetzt auch nochmal ein Safe Game, nur um sicher zu gehen. So. Irgendwo hier war doch... Hier war es. Vielleicht doch hier. So. Oder so. So geht auf. Das ist kein schöner... Keine schöne Möglichkeit, hier wieder durchzukommen. Oder zurückzukommen. So. Einer ist hier aber noch bei uns, glaube ich, irgendwo. Von denen. Einer ist hier noch, definitiv. Hier in dem Gang, meine ich. Hier war noch einer von diesen Dwemer-Sphären. Ja, hier. Auf den habe ich aber gerade keine Lust. Deswegen springen wir hier. Okay. Ich hoffe, der bleibt jetzt weg. Achso, nur so als Info. Es hatte gereicht gehabt, dass wir einen mit allen verbinden. Damit die so sind. Und nicht beide. Denn beim, nachdem das Spiel gecrashed war und ich das nochmal von vorne versuchen musste, kamen dann die Zwischensequenzen, dass die Dinger wieder hochgefahren sind, wenn ich beide verbunden habe. Jetzt ist die Frage, kommen wir von hier da ran? Ich mache ein Safe Game mal. Ach, da ist eine Kette. Wir machen trotzdem hier ein Safe Game. Da ist eine Kette. Okay. Ich hoffe, das reicht, um da hinzukommen. Jo, hat gereicht. So, ach nee, nicht schon wieder der. So, wir gehen erstmal. Okay, hier bringt es mir nichts. Komme ich von hier an den ran? Jo. Aua.
Okay, raus kommt er aber nicht mehr. Hat aber schon auf ordentlich Schaden gemacht. So, dann haben wir hier auch nochmal eine Tür. Turn Wheel. Ah, okay. Der macht da unten auf. Health Potion. So, den nehmen wir mit. So. Der soll bitte da noch stecken bleiben. Und dann gehen wir hier mal durch. Alter, was geht denn da ab? So. Gucken wir mal. Okay, 10 Schaden. Und wir haben keine Health Potions mehr. Haben aber auch zu viele verbraucht. Aber wir sind wenigstens wieder hier zurück. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus. So, die beiden Türen. Ah, hier. Da ist das. Was wir auch gemacht haben. Dann machen wir hier ein Save Game. Dann sind wir zumindest wieder hier am Anfang. Gibt es hier noch irgendwo Health Potions? Wäre schön. Ja, da sind sehr viele. Hier sind auch noch mal... Okay. So, den nehmen wir auch noch mit. Aber das ist kein gutes Zeichen, wenn viele Health Potions hier irgendwo sind. Wir haben nur noch 2 Health Potions. Dwemer Centurion ist da, glaube ich, oder? Wir machen hier einmal ein Safe Game. Nur um sicher zu gehen. Wie soll ich den bitte besiegen? Wir werden ein paar Sachen ausprobieren. Da unten gibt es auch noch Health Potions. Sehr viele. Gibt es irgendwie einen Weg nach unten? Irgendwie die Möglichkeit, nach unten zu kommen. Jetzt sind wir einmal komplett im Kreis gelaufen. Ich hoffe, der kann mich nicht erwischen. Der ist aber auch ganz schön schnell, finde ich. Nein. Jetzt bin ich unten. So, wir rennen einmal im Kreis, nehmen alles mit, in der Hoffnung, dass er uns nicht erwischt. Da ist ja noch eine Tür. Ich hoffe, der kann uns keinen Schaden zufügen von hier unten. Und hier haben wir auch nochmal... nein. Vielleicht hatte ein Cyrus. Konnten wir da Gold nicht mitnehmen. Ich hoffe, hier gibt es aber noch mehr Heiltränke als nur diese paar. Jo. Health Potion. Und ich hoffe, der macht uns auch gar nicht allzu viel Schaden. So. Noch einmal im Kreis. Geh mal von außen in meinen toten Winkel. Gibt es hier noch mehr von denen? Sachen zum Einsammeln. So, aber wir dürfen jetzt erstmal so oder so im Kreis rennen. Ich habe keine Ahnung, wie wir gehen.
So ein Arschung. Wie kann ich den besiegen? Ja, jetzt ist die Frage, wie besiegt man den? Gefällt mir gar nicht, wie nah der ist. Ich habe ihn gerade schon in der oberen rechten Ecke gesehen. Also zumindest seine Faust. Ja, wir rennen hier noch ein bisschen. Hier gibt's nichts. Ui, da ist er schon. So, jetzt einmal andersrum rennen. Da ist er schon. Der hat dazu gehauen. Das hat man schon gesehen. Also beziehungsweise die Erde hier hat gebebt. Kann man sagen. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden der macht. So, wir machen aber hier jetzt einmal ein Safe Game. Wir haben jetzt, glaube ich, alles eingesammelt. So, nee, nicht spazieren gehen, Cyrus. So. Ich will es mal riskieren. Wo ist denn der? Oh, ein Schlag, sofort, ui. Nein, das nicht. Cyrus. Jo, okay. Nee, bitte nicht. Okay, das funktioniert so. Aber ich kann sonst nichts machen. Kann ich vielleicht den hier gegen irgendwas hier boxen lassen? Gegen sowas? Und das stürzt auf ihn ein? Also zum Beispiel hier gegen Box. Komm, Box dagegen. Ansonsten die Grappe nicht, was ich machen muss. So. Alter. Nein. Out. Boah, ich dachte schon, der trifft mich jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt bekämpfen soll. Schnell, da. Zwischen die Beine. Okay, jetzt ist vorbei. Hier geht's. So, komm. Wir hätten wohl eine etwas längere Folge, bis wir den besiegt haben. Boah, ich dachte schon, der erwischt mich. Ja, toll.
einmal Schwert rauszücken. So, und noch einmal. Nein. Kann ich den irgendwie hier treffen? Alter, ich weiß jetzt nicht, wie ich gegen den sonst antreten soll. Alter, komm, geh doch einfach mal drauf, ja? Tu mir den Gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich... Ja, dann würde ich sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.